da sind wir auch schon wieder zurück bei Red, live aus München mit Bildern, über die heute ganz Deutschland spricht. Bastian Pastewka sieht echt runtergekommen und fertig aus. Die vergangenen Monate haben offenbar ihre Spuren hinterlassen. Erst wirft ihn ja Annette Frier aus ihrer Comedy-Serie, dann überschlagen sich auch noch die Ereignisse. Jetzt sind tatsächlich neue Bilder aufgetaucht, die zeigen, wie aus lustig hier lästig wird. Ja, das ist tatsächlich Bastian Pastewka, der hier vor 3 Monaten ziemlich drastisch aus einem Kölner Kaufhaus geführt wird. Ja, das war gestern in Köln. Da wollten 2 Fans ein Foto machen und da habe ich ein bisschen rumgekaspert. Geschwindelt. Denn uns liegen da ganz andere Informationen aus dem Kölner Kaufhaus vor. War klar, was er wollte. Bisschen Süßholz raspelt an der Kosmetik, da war ich schon alarmiert. Hose runter, 1, 2, 3, fertig ist die Sauerei. Uns besuchen ja viele Prominente. Also wir hatten schon den Pocher, die Mutter Beimer und den Sarrazin. Aber das hat mich schon überrascht. Doch jetzt spricht die erfolgreiche Schauspielerin Annette Frier. Ja, es tut mir natürlich total leid für Bastian. Hat sich ja schon länger angedeutet, dass mit ihm was nicht in Ordnung ist. Man kann Menschen natürlich nur helfen. Wenn sie sich auch helfen lassen wollen. Ja. Sie wollen mich fertig machen. Und jetzt bin ich der drogensüchtige Vollhonk mit Masturbationsproblemen. Esther, du haust bitte sofort eine Gegendarstellung raus. Das ist schon überall im Internet, das bringt nichts. Vielen Dank. Und was willst du da auch richtigstellen? Das ist ja alles so passiert. Oh ja, Esther, du weißt Bescheid. Komm. Guck Sturm der Liebe und flenn draußen weiter, ja? Wiedersehen. Regine, wir müssen dagegen steuern, mach was. Wenn du da mit Anwälten kommst, machst du die Sache nur noch größer. Am besten, wir halten die Füße still und warten ab. Nein, das können wir so nicht stehen lassen. Ich bin Deutschlands beliebtester Komiker. Ich war auf dem Cover der TV Digital. Was hat sich denn bitte groß geändert? Ich hab's. Du triffst dich öffentlich mit Anne. Ich schicke die Presse hin. Die fotografieren euch heimlich. Und schon wissen alle, bei Pastewka ist wieder alles in Ordnung. Das ist gut. Das ist gut. Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Da ist der Sturm vorbei. Immer. Bitte schön. Ey, Bastian, was machst du hier? Kommst du mal bitte? Ey, Leute, schaut mal. Mein Bruder ist da. Das ist mein Bruder Bastian. Der ist immer verrückt. Früher musste ich immer auf den aufpassen. Das glaube ich wohl. Haha, danke fürs Einschalten. Oh, entschuldigen Sie bitte. Hier, bitte schön. Tut mir leid. Was machst du denn? Kleine Info, ist nur mein Halbbruder. Ich bin um 18 Uhr bei Luigi. Anne. Bastian. Regine anrufen. Bastian, hallo. Ja, Regine, Agent P hier. Der Adler ist gelandet. Hä? Operation läuft, Zielperson wird um 1800 am vereinbarten Ort sein. 1800? Herrgott, Anne hat zugesagt und ist um 6 bei Luigis. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, alles klar, ist längst geregelt. Dank dir. Over and out. Hallöchen! Ich bin Renate Pastewka, die veganste Knackwurst von Köln. Ich war letztens im Kaufhaus, aber es gab ein Riesenmissverständnis. Ich dachte, ich wäre in einem Wix-Figuren-Kabinett. Der wird zwar nicht jugendfrei. Kleine Entschuldigung. Der geht aufs Haus, was nicht bedeutet, dass du ihn auf dem Dach essen musst. Wie sagt man? Danke. Falsch. Man sagt, die Mama kriegt auch einen. Dankeschön. Der Nächste! Kommt dran. Ist ja auch mal was anderes als Chili con Carne aus der Dose. Was zu trinken dazu? Einmal die Happy Aubergine, dann ein Barbecue-Burger mit fruchtigem Avocado-Orange-Dressing, der Portobello-Spezial mit Paprika, Zucker, Mais und Seitan. Lecker! Woran erkennt man einen Veganen? Erzähl's dir. Britney ist hungrig. Bitteschön. Lassen Sie sich's schmecken. Können Sie mich sehen? Nicht? Seien Sie froh. Bitteschön. Menschen. Geh auf Haus. Tschüssi, hat mich gefreut. Guten Tag, Herr Pastewka. Huch, ich höre schon Stimmen. Hier unten. Ach, da sind Sie. Entschuldigung, ich habe Sie nicht gesehen. Kriege ich noch einen Burger? Aber selbstverständlich. Eine Sekunde.
So, bitteschön. Oh, das ist aber toll. Guten Appetit. Mensch, diese blöden Fliegen. Schönen Abend noch. Servus, Luigi. Tisch geht klar? Si, Bastian, certo. Euer Tisch am Fenster, wie immer. Perfetto. Stellst uns zwei Champagner hin, ich mach mich kurz frisch. Va bene. Du Champagner, eh? Gut, dann. Anne, vielen Dank, dass du dich so kurzfristig mit mir triffst. Wenn du dich schon mal meldest. Richtig, aber lass uns doch vielleicht erst mal bestellen. Bitte. Nein, danke, ich habe keinen Hunger. Gut. Verena ist noch, ne? Er macht ja einen Heiratsantrag. Wirklich? Du wolltest was mit mir besprechen? Ja, das stimmt. Ja, ich habe dir auch was zu sagen. Ich bin dir nicht mehr böse. Du bist mir nicht mehr böse, das freut mich sehr. Komm, lass uns darauf anstoßen. Okay. Gut. Champagner, hä? Ja, klar, warum nicht? Sie haben Ihre Jacke vergessen. Oh. Vielleicht ist da ja was drin, was Sie noch brauchen. Hm? Vielen Dank. Sag mal, ist mit dir alles in Ordnung? Was haben die da im Fernsehen erzählt? Ja, dieser Bericht hat mich verletzt. Ich bin sicher auch kein einfacher Mensch, aber manche Menschen sind einfach nur auf ihren Vorteil aus. Das ist wirklich schlimm. Jedenfalls, was ich dir sagen wollte, ist, ich bin dir wegen gar nichts mehr böse. Auch nicht, dass du einfach verschwunden bist. Und dich nicht mehr gemeldet hast. Oh. Ich habe meine Schlüsse daraus gezogen und bin ausgezogen. Ich habe nämlich jemanden kennengelernt. Und wir werden zusammenziehen. Was? Ein bisschen Romantik. Und? Und ist es. Ist es was Ernstes? Ja. Und wieso erfahre ich das jetzt hier so nebenbei? Weil du mich nie zurückrufst. Aber Anna, das war doch wirklich nur ein Missverständnis. Ich wollte dir sagen, dass du mir fehlst. Und dass ich möchte, dass du wieder zu mir zurückziehst und dass ich dich liebe. Gut, dann weiß ich ja Bescheid, dann ist ja alles soweit geklärt. Bastian, wir waren uns doch im Klaren darüber. Ja, wir waren uns im Klaren, das stimmt. Aber du musst bezahlen, ich habe leider kein Geld mehr. Im Übrigen wollte ich dir einen Heiratsantrag machen. Pastewka in Nöten. Dieses Date sieht ganz normal aus, aber aufgepasst, hier stimmt nichts. Sein Management hat das Schmierentheater organisiert. Als seine peinliche Inszenierung auffliegt, zeigt Pastewka sein wahres Gesicht. Leider kein Einzelfall. Mittags in der Kölner Innenstadt. Überraschend taucht Pastewka in einem Foodtruck auf. Grimassierend versucht der Komiker, die Bühne für sich zu nutzen, um sich bei den Passanten anzubiedern. Aber auch dieses Kasperle-Theater floppt. Die Folge: bei Pastewka brennen wieder alle Sicherungen durch. Und er schlägt sogar eine unschuldige Rollstuhlfahrerin. Schädigt zum Tod.